seit Mittwoch schon in Bremerhaven beim großen Seehafenfest und ja, schon fast traditionell am Samstagnachmittag zur Restkaffeezeit bei uns. Die muss man auch im Nebel hören können, dass sie ein bisschen zu lang sein. So, ich kann es noch hier nicht erkennen, aber ich gehe da auf das schöne Holzschiff mittendrin, das wird dann die Oberring von Oderkar sein. Diese Gürtelbude, für alle, die es interessiert, sind 10 Meter lang und 3 Meter breit so in etwa. Und hochseetüchtig, ganz was Besonderes aus massivem Eichenholz. Und zum Ausbruch zwischen den Seegewinnern und der Helgoländer Landungs. Das Segelmanöver hat wieder hervorragend geklappt. Die Börseboote sind an der Keimauer und wenn man nachzählt, okay, es sind nicht 7 wie angekündigt, sondern 5. Keine Sorge, es ist kein Boot auf Tiefe gegangen, sondern es war leider nicht möglich, alle 7 Boote geschlossen hierher zu bekommen. Deswegen freuen wir uns, dass es Jens Bode wieder gelungen ist, wenigstens die 5 Börseboote zu unserem diesjährigen Hafenfest, zu uns in den Absersieler, den schönsten Sielhafen Norddeutschlands, zu holen. Wir freuen uns riesig, denn es hat sich eine Menge heute schon ereignet. Zusätzlich zu dem, was wir jetzt erleben, ist quasi im Laufe des Tages schon ein Höhepunkt nach dem anderen Erfolg. Gestartet haben wir heute Morgen mit einer maritimen Andacht. Dann ging das weiter mit unserem Schenti-Chor aus Rotkirchen. Wir haben Fanfaren gehört. Ja, und jetzt haben wir die Börteboote begrüßt. Und zusätzlich, und das ist etwas ganz Neues, da freue ich mich riesig drüber, haben wir hier bei uns die Oderring von Oderkvarn. Und Oderkvarn ist ein Ort vor Stade.
Und da freut es mich ganz besonders, dass nicht nur das Boot selbst da ist, sondern auch, dass der Bürgermeister von Öderquart mit an Bord ist, zu uns gekommen ist und gesagt hat, hört zu, mein Lieber, wenn ihr so ein tolles Hafenfest feiert, es dann auch noch hinbekommt, ein Wetter traumhaft herzubringen, ja, dann muss ich auch ganz einfach mit an Bord sein, muss zu euch nach Atzen kommen. Und ich wünsche mir nur, dass ihr...